Adam prahlte vor Philipp mit seinen Pokerkenntnissen. Es ging um richtige Kohle. Das Geld ist am Ende der Woche auf meinem Konto. Philipp stachelte ihn daraufhin zu einer Pokerrunde an. Heute Abend in der BFZ. Und zockte Adam ordentlich ab. Guck mal, der ist für mich in der BFZ. Stimmt. Ja, was ist denn los? Dann kommt jemand drum. Munir musste eine Entscheidung treffen. Ich habe Angst, dich zu verlieren. Aber deswegen kann ich nicht etwas aufgeben, wo ich ganz tief innen weiß, dass das genau mein Ding ist. Dann geh doch und lass dich erschießen, du blöder Vollidiot! Ich wollte noch mal Tschö sagen, falls wir uns morgen nicht mehr sehen. Hab ja Schule. Ich find's echt blöd, dass du gehst. Echt. Wer trainiert mich denn jetzt? Da findet sich bestimmt jemand. Musst du denn wirklich zur Bundeswehr? Ich muss, weil ich will. Ein Mann muss seinen Weg gehen. Genau. Pass auf dich auf. Und auf deine Schwester. Die wird jetzt wahrscheinlich wieder ungenießbar werden. Sei lieb zu ihr. Wie geht's? Gut. Mal, kannst du mal 10 Euro leihen? Wie? Ja, kriegst du doch wieder, echt. Nee, sorry, hab selber nix. Hallo. Hi. Wolltest du Tommy abholen? Der ist eben weg. Ich wollte es nur noch mal hören. Du bist dir immer noch ganz sicher? Absolut. Okay. Na dann. Verstehst du mich wenigstens ein bisschen? Ja, klar. Wir werden Freunde bleiben. Ja, natürlich. Pass auf, ich brauche die 10 Euro echt dringend. Und du kriegst doch so viel Taschengeld von deinen Alten. Ja, kann sein. Hey, du kriegst auch wieder, okay? Sobald ich wieder flüssig bin. Auch wenn ich wollte, ich habe ja gesagt. Du willst dich jetzt nicht hängen lassen, oder? Lass mich in Ruhe! Ja, sobald du mir die Kohle gibst. Oh, nee. Oh. Scheiße. Ja, sorry, aber wenn du nicht aufhörst. Der spinnt doch. Ich meine, ich spare jeden Cent auf dem Schlauchboot, damit ich im Sommer mit Sophie... Aber ihm deshalb direkt eine zu verpassen? Er ist immer und immer wieder angekommen. Wenn ich sag, ich hab nix, dann hab ich nix. Und da hast du dann deine Mörderfaust ausgepackt. Ja, ich gehe da so, plötzlich steht er da. Ich sag erst ganz locker, er soll abhauen. Dann packt er mich, ich mache einen Schritt zurück, eine Täuschung und zack, hab ihn eine verpasst. Der ist bestimmt 3 Meter zurückgeflogen. Aha. Und dann? Dann habe ich ihn fertig gemacht. So, so, so. Ach, ja. Ah, nein! 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 Hoffentlich beschwert der Sack sich nicht bei Berger. Quatsch. Ich meine, es ist ja nicht verboten, jemanden zu fragen, ob man ihm Geld leiht. Ja, ich habe ihn jetzt auch nicht wirklich verprügelt. Verstehe. Hast ein bisschen übertrieben.
Ihr zwei seid echt bescheuert. Wann findet man schon mal jemanden, der so gut zu einem passt? Hm? Pass gut auf Emma auf, okay? Mach ich. Tschüss. Mach's gut, Milena. Sich einfach so verdrücken. Das ist echt ätzend. Sei nicht so undankbar. Immerhin sorgen wir hier beim Mund dafür, dass wir alle in Frieden und Freiheit schlafen können. Mach's gut, Dumpfbacke. Du auch, Zicke. Hau rein, Alter. Mach ich. Und er schießt rein versehentlich. Okay. Hey, Fan, Alter! Alle wollten drauf unterschreiben. Aber er war fast zu klein. Shit, Mann, das ist echt. Und wenn du dich nicht mal meldest, dann komme ich in eurer scheiß Kaserne vorbei. Was dagegen, wenn ich mich auch verewige? Good luck. Du machst das schon richtig. Und hier! Wir müssen los! Auf! Sie kommt nicht. Macht's gut. Komm! Leg dich doch lieber hin. Ich erzähl Hanna schon irgendwas. Ich wusste gar nicht, dass du einen auf Songwriter machst. Magd hat mir deinen Text gezeigt. Und? Hat er dir gefallen? So wie den anderen Mädels auch. Bei dieser Bachschieberei am Gehege hat Emma sich dann wohl erkältet. Aha. Danke, Magda. Hirschschuhe sind Ehrenschuld. Niemand hat dich gezwungen, in unserer Pokerrunde teilzunehmen. Hey, ich greife mir nachher diesen kleinen Scheißer und dann prügel ich die Kohle aus ihm heraus. Sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Da kamen Leute. Was hätte ich denn? Wenn du ihn anfasst, wird der Kleine Alarm schlagen. Was soll ich machen? Was weiß ich? Er hat doch so eine kleine Freundin. Aber es ist jetzt auch egal. Besorg mir einfach die Kohle und hör auf, mir ein Ohr abzukauen. So, jetzt mal runter mit der Sonnenbrille, Adam, was? Hast du dich vielleicht um Referatsthema in meinem beliebten Geografieunterricht geprügelt? Steht dir aber gut. Vielleicht ein Hauch zu blau? Ja, das ist beim Fußball passiert. Musstest du wieder den Torpfosten machen? So, Nino, dann lass uns mal hören, was du uns vorbereitet hast für die ökologischen Probleme der Vereinigten Staaten. Kinder, das ist die falsche Karte. Was ist das für ein Problem? Du bist ganz schön stark für einen Sechsklässler. Hm? Richtig, Marta. Vielleicht ist ja die Bundeswehr genau das Richtige für Monier. Was wird er als wissen, wenn an irgendeinem Graben in der Müsliken ihm die Kugeln um die Ohren fliegen? Ist doch so. Was hast du eigentlich so vor nach der Schule? Ich kann mir vorstellen, Lehrerin wäre was für mich. Oder ist das doof? Wir beide derselben Beruf. Zumindest haben wir immer Gesprächsstoff. Vielleicht kommst du ja aufs Einstein. Mutter und Tochter Lehrer an der gleichen Schule. Die armen Kinder. Gab's Zeugen?
Das war ja das Beste. Oh, so ein Spießer, ihr Paar mit Hund. Ist doch egal. Hauptsache, sie helfen. Die haben weggeklotzt und sich dann verpisst. Widerlich. Komm. Er kommt gleich. Ist ja echt übel mit deiner Freundin. Was da alles hätte passieren können. Sie hätte stürzen. Sich was brechen können. Sogar im Rollstuhl kann sowas enden. Die Welt ist voller gemeiner Gestalten, die kleinen Mädchen Böses wollen. Und darum brauchen sie Schutz. Verstehst du? Du warst der Arsch mit dem Moped. Hey, ich biete dir hier Schutz für deine Freundin und du machst mich blöd an. Dafür musst du bezahlen. Lass mich in Ruhe. Keine Angst. Ich konzentriere mich nur auf deine Freundin. 50 Ocken. Oder ihr passiert was. Dann zeige ich dich an. Hast du Beweise? Man sieht sich. Nur ein Song. Na, mit einem Song fängt alles an. Wollt ihr Sandwich? Echt lecker. Es war nicht meins, aber schon lustig. Also mich darfst du nicht fragen. Ich bin vor ein paar Jahrzehnten hängen geblieben. Also nee, werde ich auch schon. Die Post von heute Morgen. Was Unerfreuliches? Nein, eigentlich gar nicht. Dann hast du im Lotto gewonnen. Ach, ich habe vor 2 Jahren einen Antrag auf ein Austauschjahr gestellt. Eine Lehrstelle in Kenia. Und das ist die Bewilligung. Sophie, warte! Wo willst du denn hin? Ich muss noch mal nach Hause. Ich habe mein Sportzeug vergessen. Heute ist doch Laufen in der Mädchengruppe. Aber warum sagst du mir denn nicht Bescheid? Wieso sollte ich? Na, damit ich mitfahren kann. Und wozu? Naja, Bewegung, gutes Training und du hast Gesellschaft. Ja, danke. Wenn du meinst. Wonach schaust du dich immer um? Ich? Nix. Weißt du, wo Tommy und Sophie sind? Ja, ich glaube im Tiergehege. Na, ihr Hüsen. Habt ihr immer noch Hunger? Was, ich helfe dir. Verfolgst du mich etwa? Hallo. Ich bin einfach gern mit dir zusammen. Alles okay mit dir? Wir treffen uns nachher noch. Kim, Ronja, vielleicht Magda. Kommst du auch? Nee, kein Bock. Was ist denn? Steiner geht nach Kenia. Die Steiner. Habt ihr Zoff? Alles ist easy. Wieso geht sie nach Kenia? Von mir aus kann sie bis zum Arsch der Welt auswandern. Hey, Tatjana. Bitte, Feli, lass mich einfach in Ruhe. Oma, ich fahr dann mal. Soll ich noch irgendwas einkaufen für heute Abend? Nö, eigentlich haben wir alles da. Aber danke, du. Dann bis nachher. Oh, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du wärst wieder ohne mich los. Tommy, bitte. Nee, ich fahr mit dir mit. Das
ist echt lieb von dir, aber ich habe gerade mit meiner Oma besprochen. Ich fahre mit ihr im Auto und das Fahrrad tun wir in den Kofferraum. Sie kann wirklich mit Ihnen mitfahren? Ja, natürlich. Also, wenn sie es möchte. Okay, gut, dann hole ich dich morgen mit dem Fahrrad ab. Brauchst du nicht. Ich fahre mit meiner Oma oder mit meinem Opa mit. Okay, aber wenn nicht, dann ruf mich bitte an. Ja, ja. Tschüss. Was hat das jetzt wieder zu bedeuten, Sophie? Er nervt total. Egal, was ich mache, er taucht plötzlich auf und will dabei sein. Ich dachte, du magst ihn. Ja, schon. Aber er übertreibt so. Hör mal. Wenn ein Junge auffällig die Nähe eines Mädchens sucht, na, vielleicht ist er ja verliebt in dich. Tommy? Tommy ist doch noch ein Kind. Hörst du's? Hörst du's? Vivian, lass endlich meine Haare in Ruhe. Aber so sieht es viel besser aus. Und wenn du vielleicht bald auf einer Bühne stehst, da könnte ich ja deine Modeberaterin werden. Sieht aber nicht aus wie eine Kopie von dir. Bestimmt Schlimmeres. Morgen, Tilly. Weißt du, wo Tatjana ist? Sie geht nicht an ihr Handy. Die ist heute tierisch früh aufgestanden. Heute spazieren gehen. Was ist passiert? Tut dir irgendwas weh? Du hast mir doch versprochen, mich anzurufen, wenn du mit dem Rad fährst. Kannst du hell sehen? Hast du gewusst, dass meine Kette reißt? Das passiert nicht nochmal. Sind Jungs immer so seltsam, wenn sie in einen verliebt sind? Sag mal, weiß dein Vater eigentlich, dass sein Sohnemann um Geld pokert? Ich bin dran, Alter. Ich hab mir den Tommy mal vorgenommen. Der hat total Schiss, dass seiner Freundin was passiert. Der hängt an der wie eine Klette. Du hast doch gesagt, ich soll's so machen, oder? Ich hab dir gar nichts gesagt. Verstanden? Klar, verstehe. Wärst du völlig durchgeknallt? Stell dir vor, die Kette wäre mitten auf der Straße gerissen. Die hätte vor ein Auto fallen können. Was redest denn du da? Ich besorg dir dein Scheißgeld. Aber lass Sophie in Ruhe. Okay. 50 Euro. Bis heute Abend. Sonst lasse ich mir bei deiner Sophie was Neues einfallen. Scheiße. Bis heute Abend? Mit einem Zinssatz von 2,48% Zinsen und wegen 900 Euro in 7 Monaten 13 Euro Zinsen? Komisch. Ich hab da was ganz anderes. Eigentlich immer. Sie tut so, als wäre alles okay. Aber Munirs Abgang hat sie echt getroffen. Eine Trennung ist nie leicht. Bei der 3 habe ich auch 21.052,63 €. Kann ich dir irgendwie helfen, Tommy? Ja. Kannst du mir Geld leihen? Oh Mann. Ich bräuchte ein bisschen mehr. 50 Euro. Wie bitte? Wofür? Na ja, ein Geschenk für Sophie. Das ist viel zu viel für ein Geschenk. Ja, es ist fürs Schlauchboot. Das brauchst du doch erst im Sommer. Ja, ja, schon, aber ich habe da so ein super günstiges Angebot gesehen. Im Internet. Sorry, Mann. Selbst wenn ich wollte, ich habe nicht mehr. Bin total blank. Hey, pass doch auf!
gehen? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja. Mach ich doch gern. Bist du ja ein echter Kavalier. Danke. Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Wie jetzt? Du kriegst es auch wieder. Oh, wie nett. Na dann halt nicht. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Monatsende ist ganz schlecht. Ja, frag doch mal Vivian. Die hat immer Geld. Okay, danke. Hi. Sophie. Ach, übrigens, tut mir leid, dass ich dich heute Morgen so angemotzt habe. Kein Problem. Hör mal, hast du vielleicht ein bisschen Geld für mich? Ist echt wichtig. Wieso denn das? Das ist schwierig. Das darf ich dir nicht sagen. Tja, wer nichts sagt, bekommt auch kein Geld. Du hast auch was davon. Es geht um eine Art Geschenk für dich. Du brauchst mir da nichts schenken. Schon gar nicht von meinem eigenen Geld. Das ist doch eine tolle Sache. Mal ein paar Jahre raus, woanders unterrichten. Ich habe damit schon gar nicht mehr gerechnet. Soll ich ihm mal was sagen? Unverhofft kommt offen. Machen Sie jetzt bloß nichts Übereiltes. Es gab eine Zeit, da hätten Sie 3 Kreuze gemacht, wenn ich nach Afrika gegangen wäre. Und jetzt würde ich es umso mehr bedauern. Jetzt haben Sie eine Tochter. Was sagt denn Tatjana dazu? Sie weiß von dem Brief. Und es ist ja auch noch gar nichts entschieden. Kann ich mal zu meiner Mutter? Die Tochter. Ich habe über den Brief nachgedacht. Tatjana, diese Bewerbung, diese Austauschstelle. Ist eine Wahnsinnschance. Wäre es ja verrückt, wenn du das nicht machen würdest. Das wollte ich nur sagen. Okay, dann. Danke. Ist Emma da? Nein, ist sie nicht. Aber warte doch, sie holt sich gerade nur einen Tee. Willst du sie wohl auch anschnurren? Naja. Na dann viel Glück. Ich bin einmal weg. Ich glaube, ich warte doch nicht. Sie freut sich bestimmt, wenn du da bist. Und ein bisschen Gesellschaft tut ihr gut im Moment. Sophie, sie schließt ihr Fahrrad auf. Schätze, sie muss es schieben. Durch den dunklen Park. Alleine? Naja, nicht ganz alleine. Lass Sophie in Ruhe, sie hat dir nichts getan. Dann bring das Geld. Ja, mach ich ja. Heute Abend, an der Schule. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen.